Ich begrüße euch, freudig erregt vom letzten Level, das wirklich toll war, zur neuen Folge SpongeBob Schwammkopf Schlacht um Bikini Bottom für den Game Boy Advance. Heute mit Level Flucht vom Sandberg. Oh, das war der falsche Knopf. diese Musik wieder, wenn ich die schon wieder höre. Und so ein Level ist es also, oh Mann. Das haben wir schon oft genug gehabt zu einer Thematik hier. Egal. Wir gucken uns das hier an. Bisher ist es voll okay. Bisher kann man auch voll viel sagen, ich weiß. Oh Gott. Es ist mit den Schaltern. Das ist uncool. Oh Gott. So. Okay. Ach ja, ich sehe, was auf mich zu dir zukommt. Etwas sehr uncooles wahrscheinlich. Da braucht man Schlüssel, okay. Da war ein Krabbenbürger, okay. Dann denke ich mal, muss ich dich aktivieren. Um hier rüber zu gehen, genau. Das habe ich gerade schon gesehen. Und da ist der Schlüssel, alles klar. Gut, halt. Bisher ist das Level auch voll okay. Oh, das war dumm. Man hat bisher auch voll viel gesehen und so, ich weiß. Okay. Aber die ersten eine Minute und was weiß ich wie viele Sekunden haben mir sehr viel Spaß gemacht. So, hallo Sandy. Hallöchen, SpongeBob. Du bist ja ganz schön hart im Nehmen für einen Schwamm. Ich bin froh, dass du diesen Roboter zeigst, wer der Boss ist. Ja. Wieso machst du das eigentlich? Du kannst auch gerade. Okay. Kann ich nicht auf dich drauf springen? Nö, kann ich nicht, okay. Muss ich, aber damit ich da hochkomme. So. Dann komm mal kurz hier runter und komm mal kurz hierher und ich aktiviere dich. Das ist nicht schwer. Hat sich sogar gereimt. Moment, ich muss doch jetzt bestimmt das so hier machen, oder? Ja. Cleverer Trick, liebe Entwickler. Cleverer Trick. Aber mich kriegt ihr nicht so leicht ran. Da hat sich bestimmt der ein oder andere Spieler gedacht. Nee, wie. Oh, das war dumm. Nee, wie komme ich jetzt weiter? Nee. Aber ich bin der Rätselmeister und weiß deswegen, wie es da an dieser Stelle weitergeht. Ja. Genau. Ahem. Der Rätselmeister werde ich echt, wenn ich. Echt. Erst wenn ich den Professor Layton-Teil spiele. Ja. Habe ich auch mal voll Bock drauf, aber momentan nicht. Momentan habe ich anderen Stuff zu tun auf meinem Kanal. Autsch, das war dumm. Moment. Hi, kannst du mir weiterhelfen hier? Das wird doch was, oder? Ja, das wird was, sehr schön. Okay, hier mache ich mal eine Bombe. Die muss ich wahrscheinlich gleich irgendwo hin. Au. Sieht spannend aus. Bist du schon explodiert? Nein, doch. Dann respawnen sie einmal ganz schnell und kommen hier runter und explodieren, oder? Nein, noch nicht. Dann schiebe ich dich mal hier hin und du explodierst. Komm, jetzt Dankeschön. So, bis auf die Musik ist das Level ja auch voll okay. Die Musik, die ist immer so ein bisschen... Hey, wow, ich war jetzt voll erschrocken von diesem Monster. Was heißt Monster? Ich habe gerade an die... Hurry-Up-Musik von Final Fantasy 7 gedacht, deswegen habe ich Monster gesagt, irgendwie. Egal. Aber wie gesagt, ich mag die Musik nicht. Die hat so ein hektisches Feeling, deswegen habe ich auch an die Hurry-Up-Musik von Final Fantasy 7 gedacht. Das waren alles gerade voll verwirrende Gedankengänge wahrscheinlich. So, dich deaktiviere ich einmal. Bisher ist das Level, wie gesagt, voll okay und scheint auch nicht groß zu sein. Das ist wundervoll. Weil wir jetzt schon 11 Bürger und einen Fanbänder haben. Dann können wir vielleicht sogar mal 2 Level angehen. Wow! 2 Level angehen. Wie krass wäre das denn? Wollte ich auch schon meinen vorletzten Part machen bei Parts. Was weiß ich, welcher das war. Aber da habe ich dieses letzte Level, dieses, was wir halt im letzten Part gespielt haben, schon mal angespielt gehabt und da hat mich jetzt da irgendwas dran genervt und deswegen hatte ich darauf keine Lust mehr, dass ich 2 Level spiele.
Und wie wir im letzten Part gesehen haben, war das auch nicht allzu kurz. Deswegen war das eine gute Entscheidung. Nein! War das eine gute Entscheidung, das dann abzubrechen, den Part. Und einfach so zu beenden. Deswegen hatte der Part auch keine Begrüßung. Guck mal, das sieht witzig aus, oder? Ja. Möchte ich jetzt hier rausschieben, Trampolin? Oder wie sieht es aus? Das sah gerade gar nicht ein bisschen verbuggt aus oder so. Nein. Wow, kannst du? Dankeschön. So, da haben jetzt ein paar Burger gefehlt. So. Gut, hallo. Eine Unterhose, wie schön. Freundin, ich brauche dich einmal ganz schnell da unten. Kannst du mir weiterhelfen, ja? Das ist wundervoll von dir. So. Ab nach unten. Nein. So, beweg dich. Ich muss mich ja zwischenquetschen. Ich will nicht, dass ich den irgendwie, wenn ich ihn jetzt deaktivieren würde, kaputt schieße oder so. Kaputt mache, nicht kaputt schieße. So, gut. Wow. No, 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 no. So. Dann brauche ich Hilfe von dir, um hier hochzukommen. Hier gibt es einen Schlüssel, das heißt, den werde ich irgendwie unten brauchen oder so. War da was hier unten irgendwie? Kann das sein? Ich weiß nicht mehr. Oder braucht den Schlüssel irgendwo? Ah, der braucht hier unten, oder? Kann das sein? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, brauche ich sogar. Das ist wundervoll. Da waren wir extra Lebens, habe ich gesehen. Das will ich haben. Bisher ist das Level echt ziemlich gut. Und auch mal wieder ein schönes, angenehmes, kurzes Level. Okay, das ist da ein bisschen los, diese Blöcke. So. Wow! Das war uncool. Das war uncool, Robo. Weißt du das? Oh, nein! Wie kriege ich einen SS runter? Das ist die Frage. Ja! Haha! So. Was bist du jetzt hier gut? Moment. War da oben Blöcke oder was, die ich aktivieren musste? Okay, das macht natürlich Sinn. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Dass ich dich hier rausschieben musste, mein Freundchen. Okay. What? Nein! Ich wusste es. Es war klar. Nein, ich wollte gerade sagen, ich probiere es lieber nicht, aber... Tja... Tja, ich muss mir gleich das extra Leben wiederholen, sonst sterbe ich hier noch. Also Game Over, das wäre uncool, dann müsste ich den ganzen Quark nochmal spielen. Und da drauf habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Lust. Das Level ist zwar nicht schlecht, aber trotzdem habe ich keine Lust. Kannst du dir das bitte holen, Spongy? Es wäre wirklich super von dir. Das war ein wundervolles Lied, oder? Da habe ich mein ganzes Herzblut reingesteckt, das zu komponieren. Hoffentlich werde ich jetzt so berühmt wie Mozart oder Beethoven oder wer auch sonst. Oder irgendwelche Sänger von heute und keine Komponisten. So, 2. Sehr gut. Gut, ich habe schon eine Ahnung. Deswegen hat man das hier oben offen gelassen. Genau deswegen. Die Entwickler sind schon nicht blöd. Bis auf manche kleinen Stellen im Spiel. Haben wir ja schon oft genug gehabt. Nein! Und wisst ihr, was mir gerade auffällt?
Wir haben mal wieder ein Level ohne Mystery. Das ist sehr selten. Hatten wir jetzt den letzten Part sehr oft, deswegen... Ja. Kannst du bitte... Freundchen? Uah, ich wollte dich gerade auf dich draufspringen, aber... Das wäre nicht so gut gewesen. Komm, kannst du dich bitte wieder transformieren? Oh! Ja, so ist auch gut. Ja. Ich will... Oh Gott! Okay, hier sind Dinge zum Umschießen. Okay. Jetzt brauche ich ihn kurz hier. Kannst du... Dankeschön. Nein! Ah! Nein! Ich wusste es! Ich wusste es! Warte mal. Hä? Ist immer, der Bereich oder was? Och Mann! Oh, es gibt schon nervige Stellen im Spiel manchmal. Das war dumm. Explodiere! Naja, wenigstens konnte ich so mein Leben wieder zurückholen. Das ist auch gut. Weil wir wollen ja nicht Game Over gehen hier. Darauf haben wir keine Lust. Das ist nämlich uncool. Ach scheiße, jetzt habe ich ihn doch. Kann ich noch dahinter kommen? Nein. Das ist sehr uncool. Na, 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 na. So, dann einmal schnell hoch. Uah! Uah! Das war jetzt unglaublich knapp und witzig und ja, toll. So. Oh, ja, stimmt. Das habe ich vergessen. Ups. Die Musik ist halt immer wieder das Gleiche. Es ist so ein bisschen... Yeah. Und sie ist so richtig krass hektisch, das mag ich auch nicht. So. Wow, das wollte ich nicht. Dass er aber uns nicht verletzt, wenn ich auf seine Stacheln drauf trete. Also wenn er in diesem Modus ist. Das ist sehr bemerkenswert. Kannst du bitte... Dankeschön. So. Moment, das war dumm. Komm her, hier. Ich brauch dich hier. Na, 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 na. So. Was gibt jetzt hier wundervoll? Das ist ein neuer Bereich. Das ist doch toll. Okay, ich glaube, ich brauche erstmal dich hier unten. Und da ist das Ziel. Das heißt wohl eher nein. Das heißt, ich hätte dich in der Luft gebraucht, oder was? Okay. Then go back into the air. So. Dann, nein. Moment. Wie mache ich das am besten? Da mach ich mal vorletzten Burger, auf jeden Fall. Das ist sehr wundervoll. Bam. Oh, guck mal, hier ist wieder diese Hand. Oh ja, toll. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt eine unendliche Reise, aber nein, sie hat geendet. Und lasst mich raten, ich komme jetzt zu einem Verstellteil. Okay, da war gerade eine Kanone. Alles klar. Habe ich mich jetzt hier unten festge... Och nein, oh nein, oh nein, oh nein! Kann ich auch nach oben schießen? Ja! Oh Gott! Nein!
Oh, hab ich gerade einen Schock gekriegt, dass ich mich festgebackt habe hier unten oder so. Oh, ist doch fies. Oh, okay, ich geh zurück. Was gibt's denn hier Schönes? Ich glaube, dich brauche ich, um hier wieder wegzukommen, oder? Übrigens, so wie ich das sehe, wird das nichts mit einem zweiten Level in diesem Part. So, dann würde ich... Nein, du tötest mich nicht! Sehe ich nämlich gar nicht so ein. Na. Schieß. Und deaktivieren. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Nein! So. Komm ich so da hoch? Ja, es wird gehen. Hey! Geht das echt nicht? Dann aktiviere ich jetzt entweder das... Nee, das Teil zu aktivieren macht keinen Sinn. Wow. Das sieht sehr spannend aus, was du da machst, SpongeBob. Weißt du das? So, ich brauche einmal kurz deine Hilfe hier, um mir das Teil runterzuholen. Kann ich da jetzt noch hinterkommen? Nein, oh komm! Oh, das ist doch scheiße! Ey, das muss doch so gehen! Ja! Oh! Dieses Spiel ist so hart voll von Bugs und all sowas, teilweise. Meine Güte! So, I need you there. So. Nein! Jetzt hätte ich dahinter backen müssen. Das wäre so scheiße gewesen. So. Thank you. Sehr gut. So, das müssen wir nicht mal schaffen. Aber wie gesagt, ich probiere es einfach nochmal. Ich liebe diese Musik irgendwie. Die ist auch schön chillig irgendwie, aber irgendwo auch nicht. Irgendwo erinnert sie mich an schlimme, schlimme Zeit mit diesem Level. Okay, den haben wir schon verpackt, das heißt, wir können es nicht mehr schaffen. Und egal. Ist mir so egal. Und im nächsten Part gehen wir dann das Level zurück zur Seehöhle. Och, darauf habe ich keinen Bock. Wenn ich das schon wieder sehe. Egal. Bis dann, ciao, euer V-Row. Tschüss.